Videos erstellen für YouTube. In diesem Video möchte ich dir für mich 5 wirklich unverzichtbare Webseiten zeigen, die mich bei der Videoerstellung sehr unterstützen, und wir starten wie immer nach dem Intro, also bleib jetzt dran. Ja, um kein Video mehr von mir zu verpassen, abonniere jetzt meinen Kanal und betätige die Glocke für meine weiteren Video-Updates. Gern kannst du mir auch einen Kommentar unter dem Video hinterlassen. Ich versuche den natürlich zu beantworten. Kannst du eben unten in der Kommentarsektion machen. Und natürlich freue ich mich auch über ein Gefällt mir, wenn das Video für dich hilfreich ist. Und falls du deinen YouTube-Kanal auch mal in bare Münze umwandeln möchtest, dann habe ich auch unter dem Video für dich einen kostenlosen Videokurs erstellt, wo ich dir 8 Methoden zeige, wie du wirklich mit YouTube relativ einfach Geld verdienen kannst. So, und jetzt starten wir los mit den 5 Webseiten, auf die ich schwöre und die mir wirklich sehr helfen bei der Videoerstellung für YouTube. Und wir beginnen jetzt mal ganz einfach mit der Webseite Videoblogs. Videoblogs.com oder besser gesagt Storyblogs. Das ist eine Seite, da gibt es Bilder, da gibt es Musik, da gibt es solche Stockvideos, und das ist alles lizenzfrei, also das kannst du nutzen, ist natürlich kostenpflichtig, kostet, ich nutze nur die Videos, ganz ehrlich gesagt, denn die Videos, die kosten im Jahr, da ist man so, glaube ich, bei $200, dann kann man unbegrenzt Videos downloaden. Ich möchte dir das jetzt mal kurz zeigen und noch darüber hinaus zur Erklärung, es gibt auch Fotos und so ein Audio Library, also wo man Effekte hat und wo man auch Musik hat, die man nutzen kann. Aber da habe ich von einigen Amerikanern gehört, dass die dann teilweise doch mit der Musik Probleme hatten, dass mal vorübergehend der YouTube-Kanal gesperrt war, weil das irgendwie nicht übereingestimmt hat mit den Lizenzen. Und das möchte ich natürlich jedem ersparen. Mit den Videos hatte ich noch nie Probleme. Und wenn es um die Musik geht, zeige ich dir dann eine andere Seite, wo du da sicher keine Probleme hast. Aber ich zeige dir jetzt hier zum Beispiel mal, welche Stockvideos du hier hast. Wenn ich jetzt mal hier zum Beispiel eingebe, Running, da kannst du dir alles eingeben, was du möchtest. Dann zeigt dir hier die Seite Videoblogs. Die zeigt dir hier dann schon, das ist dir viele solche Laufvideos. Da kannst dann drüber scrollen. Aber das geht mit meiner Internetverbindung im Moment jetzt nicht so klasse, wie es aussieht. Normal sieht man, doch jetzt geht's los, sieht man hier auch eine Vorschau. Ja, habe ich jetzt wirklich gerade eine schlechte Verbindung, aber jetzt, hier hat man eine Vorschau vom Video, jetzt funktioniert es. Und wenn man dann draufklickt, dann kann man das in den verschiedenen Formaten downloaden und eben nutzen. Wenn du diese Videos kennst, wie es zum Beispiel diese Gesundheitskanäle haben oder wo du einfach jemanden sprechen hörst im Hintergrund und du siehst ständig irgendwie solche hochprofessionellen Videos, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die das von dieser Seite runtergeladen haben. Also diese Kanäle, die teilweise Hunderttausende oder sogar Millionen Abonnenten haben, da habe ich schon viele Videos gefunden, die man auch hier findet. Und hier kannst du jeden Begriff eingeben, den du möchtest. Da gibt es auch Animationen, Männchen, wo man das Greenscreen entfernen kann. Du findest hier wirklich fast alles, was das Herz begehrt für deine Videoprojekte. Also das ist mal die Seite Videoblogs. Ich werde die Links auch unter dieses Video packen, damit du da ganz einfach diese Seiten findest. Dann ist ein wichtiges Instrument die Seite VidIQ. Entschuldigung, was macht jetzt VidIQ? Da kann man einfach Keywords suchen, da kann man Wettbewerber suchen, die ähnliche Themen haben wie man selbst. Man kann hier analysieren, ich habe da auch schon eine Videoreihe drüber gemacht, wie man die besten Keywords für seinen Kanal findet. Das ist alles mit VidIQ gemacht. Und da gibt es verschiedene Membership-Bereiche. Der teuerste kostet so um die 40 Euro im Monat. Nutze ich nicht. Ich bin ehrlich gesagt jetzt sogar gerade auf der kostenlosen Variante. Da kann man auch schon ein bisschen was damit tun. Aber dadurch, dass ich jetzt nicht so viele Videos in letzter Zeit gemacht habe, bin ich da wieder downgegradet. Man kann auch die Version für $10
hier nutzen, dann kannst du hier Keywords und so weiter suchen. Also du siehst hier, du kannst auf Schlüsselwörter, das wären die Keywords, kannst du klicken, da kannst du Keywords suchen, dann kannst du nach Ideen suchen, Wettbewerber. Wenn du dann zum Beispiel in deinen YouTube-Account eingeloggt bist, dann ist das gekoppelt mit diesem VidIQ, und wenn du die Keywords eingeben musst, wenn du dein Video hochladest und du willst die Keywords eingeben, dann kommen da direkt schon Vorschläge, die du nur noch anklicken musst. Du siehst, wie gut gerankt die sind oder wie schlecht die gerankt sind, und die gut gerankten, da klickst du einfach drauf und ja, hast dann automatisch bei deinen Keywords drinnen. Das musst du für dich selbst entscheiden, welchen Plan du hier nutzt. Wie gesagt, VidIQ auf jeden Fall ein äußerst hilfreiches Tool, packe ich dir den Link auch drunter. Dann ist für mich eine ganz wichtige Seite, die nutze ich jetzt hauptsächlich zum YouTube Thumbnail erstellen. Das ist Canva. Also Canva, das würde ich nie mehr hergeben. Das ist so ein geniales Tool. Hier siehst du zum Beispiel das Thumbnail, das ich beim gestrigen Video erstellt habe. Du kannst dir deine eigenen Fotos hochladen. Du hast hier eine riesengroße Fotobibliothek, die du hier einfach reinziehen kannst. Du hast gleich das richtige YouTube Thumbnail Format hier. Also da kann man wirklich extrem viel damit machen. Leider schlechte, sehr schlechte Internetverbindung hier. Geht mir ein bisschen zu langsam. Es hilft nichts, aber du kannst dir einfach nach Fotos suchen. Ich gebe auch hier mal ein Running. Und hier muss ich auch dazu sagen, gibt es eine kostenlose Variante und die Pro-Variante. Hier bei Canva kann ich dir auf jeden Fall die Pro-Variante empfehlen. Die kostet, ich glaube, 10 € so circa im Monat. Und da hast du einen riesen Vorteil. Du kannst hier bei deinen Fotos, die du selber hochlädst, kannst du den Hintergrund mit einem Klick entfernen. Da habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht. Vielleicht zeige ich dir das jetzt kurz. Wenn ich das jetzt hier anklicke. Einen Moment. Hier ist der Background Remover. Ich hoffe, das funktioniert, weil die Verbindung jetzt so langsam ist. Aber wenn ich da jetzt draufklicke, dann beginnt es jetzt hier schon zu arbeiten. War gestern bei den Thumbnail nicht nötig, aber jetzt möchte ich dir das kurz zeigen. Dauert dann ein paar Sekunden. Ja, das ist der Vorführeffekt. Ich versuche es nochmal. Es geht normal in ein paar Sekunden, dann ist der Hintergrund weg. Aber ist wirklich jetzt die Verbindung nicht so gut. Suchen wir das nochmal. So, aber jetzt. Gut Ding braucht Weile. Du siehst, jetzt ist hier perfekt der Hintergrund ausgeschnitten, und da kannst du dahinter ziehen, irgendein Foto von dieser Bibliothek und so weiter. Dann hast du Texte, unendlich Texte, die du nutzen kannst für dein Thumbnail. Also das ist ja leider wieder mal traurig, dass das hier so eine schlechte Verbindung gerade ist. Aber du siehst, jetzt kommen hier die Texte. Geht normal alles viel schneller. Also diese Schriftzüge, unendlich. Aber ich sagte, allein für dieses eine Feature, dass du deine Fotos den Hintergrund entfernen kannst mit einem Klick, da ist schon die Pro-Mitgliedschaft wirklich hier sein Geld wert. Würde ich niemals hergeben. Das ist wirklich super Arbeit, wie du hier siehst. Dann die nächste Seite, jetzt komme ich darauf zurück, was ich vorhin schon gesagt habe mit der Musik. Wenn du wirklich Musik, Soundeffekte und so weiter nutzen möchtest, dann kann ich dir die Webseite epidemicsound.com kann ich dir sehr empfehlen. Die sind professionell. Da ist wirklich die Musik und die Effekte lizenziert, genau auf deinen Kanal. Wenn du dich hier registrierst, dann wird dein Kanal gleich damit verknüpft, und dann funktioniert das mit YouTube und mit diesem Dienst. Also das ist absolut abgestimmt. Da kannst du alles suchen, was du möchtest, nach Genres, nach Soundeffekten und so weiter. Findest für jede Stimmung eine Musik, die du dann für deine Projekte nutzen kannst. Also die Seite, die kann ich dir sehr empfehlen.
ich klicke jetzt dir nirgends mehr drauf, denn es geht wirklich viel zu langsam heute mein Internet, sonst brauchen wir ewig, wie man vorher gesehen hat. Also diese Seite, die kann ich dir sehr empfehlen, wenn es um die Musik geht. Und falls du für die Musik, das ist natürlich ja auch kostenpflichtig, da sind wir auch irgendwo bei 10 € im Monat, aber richtig eine tolle Sache. Und die letzte Seite, die ich dir jetzt noch zeigen möchte, wenn es um die Musik geht und das ist auch komplett kostenfrei ist, das ist YouTube selbst. Und YouTube hat, auch wenn du bei dir, wenn du eingeloggt bist bei deinem Kanal und dann in deinem Creator Studio bist, dann hast du hier auf der linken Seite, das wissen viele noch nicht, die Audio Mediathek. Und hier kannst du auch nach Soundeffekten und nach kostenloser Musik suchen und das darfst du nutzen für deine YouTube-Videos. Da gibt es nur eins zu beachten. Manche möchten erwähnt werden. Das schreibst du dann einfach in deine Beschreibung rein. Dieser Text, der vorgeschlagen wird, das ist im Prinzip dann selbsterklärend, wenn du dich damit ein bisschen befasst. Also wenn du so ein Lied hier anklickst, wie gesagt, ich lasse es jetzt bleiben, weil es heute ewig dauert bei mir, dann siehst du, ob du das jetzt nutzen darfst ohne Erwähnung oder mit. Aber ansonsten nutzen kannst du hier alles, nur darauf achten, dass du das dann erwähnst, wenn jemand erwähnt werden möchte. Und das hier ist völlig kostenlos und auch hier findest du viele Effekte und ja, kostenfreie Musik, die du nutzen kannst. Also das sind meine 5 Seiten, die ich wirklich regelmäßig nutze, die ich mir nicht mehr wegdenken könnte, kann ich dir wirklich sehr empfehlen. Ja, im nächsten Video geht es dann um 5 Tools, die ich nutze, die auch nicht wegzudenken sind und das wird dann das nächste Video sein. Wenn dir dieses Video gefallen hat und wenn es dir geholfen hat, übrigens danke für die Geduld, weil es teilweise ein bisschen sich lang gedreht hat, dann würde ich mich trotzdem über ein Gefällt mir freuen. Hinterlass mir auch gerne einen Kommentar und abonniere meinen Kanal und betätige die Glocke für meine nächsten Video-Updates. Und ich hoffe, dort sehen wir uns. Servus.